Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Google Workspace. Heute geht es um Google Voice. Mit Google Voice erhalten Sie eine Nummer, die mit Smartphones über das Web und mit Festnetztelefonen verwendet werden kann. So sind Sie nicht mehr an ein bestimmtes Gerät gebunden, sei es für Anrufe, SMS, dies ist leider nur bisher in den USA verfügbar, oder um auf die Mailbox zuzugreifen. Die zuständige Person in Ihrer Organisation kann Ihnen eine Google Voice Nummer zuweisen, eine vorhandene Nummer auf Sie übertragen oder Sie eine eigene Nummer einrichten lassen. Auf Google Voice kann man wie folgt zugreifen. Hier oben in der Browserleiste gebe ich voice.google.com ein und werde somit automatisch zu Google Voice weitergeleitet. Wenn sich Google Voice öffnet, lande ich automatisch in meinen Anrufen. Hier habe ich die Möglichkeit, meine eingehenden oder ausgehenden Anrufe zu verwalten. Zum einen kann ich sehen, wer angerufen hat und zu welcher Uhrzeit. Wenn ich einmal auf den Anruf klicke, sehe ich genau, was das für ein Anruf war, in diesem Fall ein ausgehender Anruf. Ich sehe, wann der Anruf getätigt wurde, um welche Uhrzeit und wie lang der Anruf war. Hier über das Drei-Punkte-Menü kann ich mir die Person anschauen, die angerufen hat. In dem Fall sehe ich hier den Namen der Person und habe die Möglichkeit, diese zu den Kontakten hinzuzufügen. Ich kann den Anruf archivieren. Ich kann den Anruf als Spam markieren. Ich kann die Nummer blockieren oder den Anruf einfach löschen. Des Weiteren finden wir hier unten die Mailbox. Hier finden sich alle Nachrichten, die für mich hinterlassen wurden, wenn ich nicht die Möglichkeit hatte, den Anruf entgegenzunehmen. Man kann zum einen hier, das Gesprochene wurde nämlich von Google in Text umgewandelt, nachvollziehen, was gesagt wurde. Je nachdem, wie viel Hintergrundgeräusche es gab und wie klar der Anrufer gesprochen hat, kann dies auch etwas verwirrend gestaltet sein. Deswegen hat man zudem nochmal die Möglichkeit, hier unten die gesprochene Mailbox-Nachricht nochmal wiederzugeben. Auch hier habe ich die Möglichkeit, mit der Nachricht umzugehen. Eigentlich genauso wie bei den Anrufen. Ich habe die Möglichkeit, mir die Person anzuschauen bzw. den Anrufer und ihn eventuell zu meinen Kontakten hinzuzufügen. Ich kann die Mailbox-Nachricht archivieren, genauso wieder als Spam markieren, die Nummer blockieren, herunterladen oder löschen. Wenn ich einen Anruf oder eine Mailbox-Nachricht archiviere, wir können das gerne mal zusammen machen, wie gesagt, hier über weitere Optionen archivieren. Hier kann ich es auch nochmal rückgängig machen, wenn das doch nicht gewünscht war. Habe ich trotzdem noch über das Archiv Zugriff auf die eben archivierte Nachricht. Hier unten finde ich auch nochmal alles, was ich als Spam gemeldet habe. Hier oben über die Suchleiste kann ich nach Kontakten suchen und nachzuvollziehen, ob ich eine Mailbox-Nachricht oder einen Anruf von dem jeweiligen Kontakt erhalten habe. Rechts neben der Suche habe ich die Möglichkeit, meine Audioeinstellungen zu verwalten. Zum einen kann ich entscheiden, welches Mikrofon benutzt wird, wie es klingen soll. Hier kann ich das auch nochmal testen. Und welcher Lautsprecher verwendet werden soll. Beim Fragezeichen habe ich die Möglichkeit der Hilfe. Hier findet man Hilferessourcen zum Thema Google Voice. Das empfiehlt sich sehr. Generell für Google gibt es immer zu jedem Tool auch einen Supportartikel. Dann haben wir hier die Einstellungen. Zuerst einmal sieht man hier direkt unter Konto seine eigene Google Voice Nummer. Dann kann ich als nächstes die Dienstadresse überprüfen. Das ist ganz wichtig, da diese Adresse an den Notrufdienst übermittelt wird, wenn ein Notruf gewählt wird. Das bedeutet, wenn man nicht an seinem Standort ist, der hier quasi aufgeführt ist, dann kann es passieren, dass man nicht an die lokale Notrufleitstelle gelangt. Deshalb sollte man, bevor man auf Reisen geht, darüber informieren, wie man vor Ort Hilfe bekommt. Also nicht über Google Voice dann auf Dienstreise oder ähnlichem den Notruf wählen, sondern übers Handy allgemein. Sonst ist es nicht möglich, den aktuellen Standort quasi zu übermitteln, da auf die Dienstadresse dann zurückgegriffen wird. Dann finde ich eine Übersicht mit meinen Geräten, die mir hilft nachzuvollziehen, mit welchen Geräten bzw. über welche Geräte ich Google Voice nutze. Und zudem habe ich die Möglichkeit einer verknüpften Nummer.
Man kann die eigene Telefonnummer, zum Beispiel Diensthandynummer, verknüpfen für den Fall, dass man nicht über Google Voice antworten kann. Bei Anrufen an die Google Voice Nummer klingeln dann die verknüpften Nummern, die man halt für die Weiterleitung eingegeben hat. Hier über neue verknüpfte Nummer kann ich eine Nummer hinzufügen. Dann habe ich noch Anrufeinstellungen. Ich kann meine Anrufer-ID anonym machen. Ich kann eingehende Anrufe verwalten. Ich kann Geräte ein- und ausstellen, auf denen ich Anrufe entgegennehmen möchte. Ich habe die Möglichkeit eines Anruffilters, bedeutet, dass ich vor der Annahme des Anrufs den Anrufernamen angesagt bekomme. Dann habe ich die Möglichkeit, das bitte nicht stören. Bedeutet, wenn ich das jetzt aktiviere, werden alle meine Anrufe, die jetzt reinkommen, automatisch an die Mailbox weitergeleitet. Hier kann ich meine Anrufverfügbarkeit mit meinem Kalender quasi synchronisieren. Das bedeutet, wenn ich in meinem Google-Kalender Arbeitszeiten eingegeben habe, kann ich die Einstellung aktivieren, der Arbeitszeit folgen. Das bedeutet, dass Anrufe außerhalb der in den Google-Kalender festgelegten Arbeitszeiten an die Mailbox weitergeleitet werden. Man kann, wenn man das möchte, auch nochmal nachträglich hier direkt in die Kalendereinstellungen gelangen und die Einstellungen quasi aktualisieren bzw. festlegen. Zudem kann ich hier den Außerhausangaben folgen. Sobald ich in meinem Kalender die Außerhausfunktion aktiviert habe, werden die Anrufe auch direkt an die Mailbox weitergeleitet. Dann habe ich hier die Möglichkeit, meine Mailbox-Einstellungen zu machen. Ich kann eine Grüßung selbst aufnehmen oder ich benutze die Standardeinstellung für Google Voice. Diese wäre wie folgt. Der gewünschte Google Voice-Gesprächsteilnehmer ist nicht erreichbar. Bitte hinterlasse eine Nachricht nach dem Signalton. Das hört quasi jeder Anrufer momentan als Standardeinstellung, dessen Anruf ich nicht annehmen kann. Zudem kann ich hier nochmal alle Begrüßungen verwalten. Hätte ich jetzt mehr als die Standardeinstellung für Google Voice in meinen Begrüßungen gespeichert. Dann kann ich die Mailbox-Benachrichtigung auch per E-Mail erhalten, damit ich nicht ständig in Google Voice reinschauen muss, um zu gucken, ob mich jemand bzw. ob ich einen verpassten Anruf und demnach eine Mailbox-Nachricht habe. Hier habe ich die Möglichkeit, das Spam herauszufiltern. Das ist aber eher untypisch für Deutschland. Also in Deutschland kann man das eher vernachlässigen, da das häufiger mit den Spam-Anrufen in den Vereinigten Staaten vorkommt. Nun schauen wir uns mal die Möglichkeiten an, die man hat, um einen Anruf zu tätigen. Zum einen kann man hier den Namen oder die Nummer eingeben. Wenn man den Namen eingibt und den Kontakt schon in seinen Kontakten gespeichert hat, kann man den von hier aus direkt anrufen oder man gibt händisch die Nummer ein oder man tut das hier über die Wahltastatur. Ich möchte jetzt aber jemanden anrufen, der innerhalb meiner Domain ist, also einen internen Kollegen. Demnach bekomme ich hier auch direkt einen Vorschlag und kann quasi direkt auf den Namen klicken, um den Kollegen zu erreichen. Nun möchte ich meinen Kollegen Theo anrufen und wähle einfach den Namen aus und schon öffnet sich der Wahlvorgang. Nun habe ich die Möglichkeit, mich auf stumm zu stellen, kann die Stummschaltung aber auch wieder aufheben, habe die Möglichkeit, den Anruf zu halten, nochmal die Wähltastatur aufzurufen oder den Anruf zu einem weiteren Kollegen durchzustellen. Und natürlich kann ich auch ganz einfach wieder auflegen. Das waren jetzt die Möglichkeiten, einen ausgehenden Anruf zu verwalten. Im nächsten Schritt zeige ich Ihnen, wie ein eingehender Anruf aussehen kann. Wenn ich einen eingehenden Anruf bekomme, klingelt, sofern ich es nicht anders eingestellt habe, das Telefon und ich habe die Möglichkeit des Annehmens oder des Ablehnens. Hier habe ich dieselben Möglichkeiten wie beim ausgehenden Anruf und kann quasi einfach nach Annehmen des Anrufs mit dem Anrufer das Gespräch führen. Je nach Präferenz muss auch nicht über den Rechner oder über das Smartphone telefoniert werden. Es gibt auch Hardware, also wirkliche Telefone, die man auf seinem Schreibtisch platzieren kann, wo man auch Google Voice mit nutzen kann. Das heißt, es gibt quasi auch Telefone für diese Telefonielösung und man muss nicht
über den Browser bzw. über seinen Rechner telefonieren. Nun sind wir auch schon am Ende angelangt unseres kurzen Tutorials zur Anwendung von Google Voice. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen und schon mal erste Berührungspunkte mit dem Thema Google Voice sammeln.